werden seit Jahren nicht gehört. Wir wurden auf dem Papier mit Petitionen und Briefen nicht gehört. Wir wurden nicht gehört, als wir zu Zehntausenden unser Klassenzimmer verließen und auf die Straße gingen. Wir wurden nicht gehört, als wir politischen Ungehorsam leisteten und uns dem Ablauf des Wahnsinns entgegenstellten. Wann werden wir gehört? Was sollen wir tun? Wir wenden uns auch an diejenigen, die sich um uns Sorgen machen. An unsere Eltern, Großeltern und Geschwister. Richtet eure Wut und euer Mitleid nicht auf uns, sondern auf die Verantwortlichen und das kaputte System, welches uns in diese Lage gebracht hat. Das Leben eurer Kinder ist nicht durch diesen Hungerstreik gefährdet, sondern durch den Status quo. Wenn ihr uns in Sicherheit sehen wollt, schließt euch unserem Anliegen an. Wir haben die Eigenschaft, dass das Leben in Zukunft weitergeht. Richten wir unsere Energie auf die Veränderung. Der Kampf gegen das Klimaverbrechen ist keine Aufgabe für einige wenige. Sie braucht alle. Alle Länder, alle Menschen, die gerade handlungsfähig sind. Es ist die wohl schwierigste und die entscheidendste Aufgabe der Menschheitsgeschichte. Wir können in zwei Richtungen weitergehen. Gehen wir den Weg des Massenaussterbens oder ergreifen wir die Chance für einen gerechten System. Noch haben wir die Wahl. Wir treten in den Hungerstreik. Erstens, weil wir uns in einem lebensbedrohlichen Klimanotfall befinden, der täglich gefeuert wird. Zweitens, weil alle großen Parteien darin versagen, uns zu beschützen, die Probleme zu reformen, die Realität zu lernen und Verfassung zu bringen. Drittens, weil eigentlich alle Lösungen auf dem Tisch liegen, aber milliardenstärken Wirtschaftsinteressen den Wandel blockieren. Wir adressieren diesen Hungerstreik an die Kanzlerkandidatin. Sehr geehrte Frau Baerbock, sehr geehrter Herr Scholz, sehr geehrter Herr Laschet, 7 Menschen sind gestern in den unbefristeten Hungerstreik getreten. Unsere Gesundheit liegt in Ihren Händen. Reden wir endlich ehrlich. Wir fordern erstens ein sofortiges Gespräch mit Ihnen, den 3 Kanzlerkandidatinnen, Herrn Laschet, Herrn Scholz und Frau Baerbock, über den Mord an der jungen Generation. Zweitens das Versprechen von Ihnen, in einer neuen Regierung direkt einen BürgerInnenrat einzurufen. In diesem sollten sofort Maßnahmen gegen die Klimakrise, unter anderem eine 100%ige